Herzlich willkommen zu Lisi's Inbox Nummer 52, heute mit einer weiteren Ausgabe von Gear at Work. Wir nehmen uns heute den Phoenix Mastering Plus Version von Thermalicalcher aus England vor. Die Mastering Version unterscheidet sich zur normalen Version, indem dass wir einfach hier Switches haben für die Kontrolle der Parameter. Natürlich praktisch für Recall. Die normale Version hat da einfach Potties. Klanglich ist das total identisch auch von den Verausstattungen her. Wir haben einen Tube-Kompressor. Dieser Tube-Kompressor ist ein Varimu-Kompressor, das heißt, wir haben keine Ratio. Und das funktioniert so, dass wenn ich mehr Gain und mehr Threshold gebe, oder weniger Threshold besser gesagt, dann habe ich mehr Kompression und durch mehr Kompression habe ich eine höhere Ratio. Der Hersteller gibt an, dass es bei 1,2 zu 1 startet und dann bei ca. 15 Dezibel Gain Reduction bei 5 zu 1 stehen bleibt. Wie schon gesagt, ich kann den Kompressor auch linken hier und ich kann den auch mono schalten. Wenn ich einen deaktivieren den Link, dann habe ich einfach zwei Kompressoren, die ich untereinander separat einstellen kann und somit zum Beispiel eine Bassdrum und eine Snare durchlassen kann. Das zu diesem Link. Gelinkt wird Attack Release Threshold und diese Sidechain hier, das Gain und das Output Gain, das ist nicht gelinkt. So habe ich die Möglichkeit, das noch ausbalancieren, wenn ich im Stereobild Ungereimtheiten habe. Gut, zu den Parametern. Ich habe das Gain. Beim Gain kann ich einfach einstellen, wie stark ich in die Sättigung der Röhre will oder auch eben nicht. Ich kann auch im Minusbereich fahren. Dann habe ich die Attack, die geht von 1 bis 6. Bei 1 haben wir 4 Millisekunden und bei der Stufe 6 haben wir 120 Millisekunden. Dann habe ich die Release. Die Release geht von 1 bis 7 und bei 1 habe ich hier 40 Millisekunden und bei 7 habe ich 2,2 Sekunden. Dann habe ich den Threshold, ganz normal, den kennen wir am Kompressor, von ausgeschalten bis minus 14 Dezibel. Die beiden Bypass muss ich immer auch im Stereo-Link-Modus beide ein- und ausschalten. Dann haben wir hier noch einen Sidechain, wo ich quasi die Bässe abschneiden kann, sprich die Bässe vom Kompressor nicht bearbeiten lassen kann. Hier haben wir Flat, da werden die Bässe auch komprimiert. Dann hier haben wir bei der ersten Stufe 150 Hertz und bei der zweiten Stufe haben wir 300 Hertz. Eine Besonderheit, wenn ich im Link-Modus bin, kann ich einen auf die 150 Hertz stellen und einen auf 300 Hertz und dann wird der Sidechain, der Low Cut, bei 225 Hertz sein. Das hier die Besonderheit. Dann habe ich noch das Output Gain, wo ich dann das Output Make-up Gain einstellen kann. Und hier nebendran noch ein Standby, den kann ich einschalten und dann werden meine Röhren etwa um 15% weniger heiß angefahren. Das heißt, die Lebensdauer der Röhren wird so erhöht. Und wenn ich den Kompressor gerade nicht brauche, kann ich diesen so auf Standby schalten. Gut, das wäre es mal grob zum Kompressor selber. Jetzt wollen wir uns den natürlich anhören und ich zeige euch da ein paar Hörbeispiele und wünsche euch dabei viel Spaß. Watch out, don't lose your mind when you pass the front sign. Yeah, the sign says welcome to the bar of the wrong, where your sorrows get drowned. The sign says, welcome to the bar of the wrong.
think that she always knew she could make it real. She is gonna follow through and no one could ever stop her. Nobody, nobody, no, nobody, nobody could ever. Being that she always knew she could make it real, she is gonna follow through and no one could ever stop her. Nobody, nobody, no, nobody, nobody could ever. Being that she always knew she could make it real, she is gonna follow through and no one could ever stop her. Nobody, nobody, no, nobody, nobody could. So, das waren die Hörbeispiele. Wir haben Mixes gehabt, wir haben Stereofiles, Monofiles, wir hatten Einzelinstrumente und man hörte sehr gut, dass aus meiner Sicht der Kompressor extrem viel Sound macht. Vor allem kann ich mit dem Gain spielen und da mehr in die Röhrensättigung und das öffnet den Sound immens, finde ich. Also ein richtiger Klangakrobat sozusagen. Ich habe nicht allzu viel komprimiert, weil der auch sehr subtil komprimiert, finde ich, und für das halt eben sehr gut ist. So ein bisschen Sound zu machen, öffnen, bisschen das Ganze zusammen zu gluen und mit dem Sidechain ein bisschen mehr Boden zu geben. Ich hoffe, ihr konntet ungefähr einen Eindruck kriegen, was das Gerät alles kann und wünsche euch viel Spaß beim Download. Ich werde euch 24-Bit, 44,1 kHz Download-Files mit On und Off dieser Soundbeispiele, Bypass oder eben nicht Bypass, freigeben. Damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal.